Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder eine Runde Assassin's Creed Syndicate. Und wir sind drauf und dran, diesen Bandenkrieg da zu machen. Oh, das Safe ist fast voll, wir sollten zum Zug. Da kann ich dann eine Schnellreise machen, das ist okay. Kein Umweg! Dann gehen wir zum Zug, weil sonst verschenken wir ja Money, Money, Money. Und Money brauchen wir hier wirklich. Für die guten, schönen, netten Upgrades, da braucht man Money, Money, Money. Und nebenbei kann man auch einkaufen im Zug am Schwarzmarkt. Alles wieder auffüllen sozusagen, das ist auch ganz passabel. So, wie viel ist denn da drin, wenn 3/4 voll ist? Ja, das ist doch mal sauber. Wie viel haben wir jetzt überhaupt Kohle? Na, wer ist denn da vorne? Achso, das ist nur diese Karte hier. Meine Bande. Die Gang. So, was ist das da? Ja, wisst ihr was? Ich scheiß auf die Upgrades. Wir füllen das jetzt auf da vorne und da nehme ich doch lieber irgendeine Karte in irgendeinem Loch sozusagen. Der ist leer, den habe ich ja gerade genommen. Ihr wisst ja, diese Schatzkarten, die kann man ja kaufen überall. Hallo Leute. Hallo. Guten Tag. So, was kostet's mich? 42 ist ja ein Sonderpreis heute. Und Schatzkarten kriege ich auch bei dir. Finde ich geil. Vielleicht kann ich zwei nehmen. 2,5 und 2,5. Dann nehme ich doch mal zwei gleich. Das sind wahrscheinlich jede Anfangsgebiete. Die Themse. Ja, da freue ich mich auch auf den Schiffen rumheiern. Hammer. Oder habe ich schon gesehen? Das ist sicher lustig. So, auf zur Karte. Da ist die Themse irgendwo, oder? Wo ist die Themse? Wo ist die Themse? Das ist die Themse, ne? Das sind diese ganzen Schiffe hier. Ist auch lustig. Auf jeden Fall werden wir jetzt uns hier hinporten und dann dahin gehen. So, zack, bum, bang, Schnellreise. Zack, bum, bang, Taktik. Die funktioniert immer. Ich muss sagen, das mit dem Reflexschuss, ja, ich weiß nicht, so recht will das bei mir nicht funktionieren manchmal. Die Steuerung ist ein bisschen hakelig teilweise. Also manchmal geht es, manchmal nicht, man kann es nicht so genau sagen. So, wir wollen hier hin. Und zwar, ey, warte mal, das ist eine gelbe Kiste, wo ist denn die? Ist die oben oder wo soll die? Die ist irgendwo da oben, okay. Da müssen wir hin. Ja, ist ein schönes Stück. Da sollten wir uns vielleicht ein Kütschchen nehmen. Dann braucht man nicht latschen. Okay. Was, den Boten heimlich töten? Okay. Das lässt sich machen. War das heimlich? Ich denke schon. Wer schießt denn da auf mich? Welcher Arsch? Du? Hey. Ich prügel die Scheiße aus dir raus, Junge. Fettsack. So sieht's aus, Kleiner. Was mischt ihr euch da euch ein, wenn ich eure Kumpels verhaue? Verhaue, töte. Aber egal. Wir haben es gut hingekriegt. Ich denke doch, das hat funktioniert hier. Wie liegt denn der da? Hallo? Krieg ich was? Der Deppert oder was? Das war ein Gauner hier. Die haben es verdient. Nehmen wir uns mal die Kutsche hier. Die ist ganz hübsch. So. Und umgedreht wird. Ja, I feel me alone on the road. So, da sollen wir raus, dann lassen wir die Kutsche nochmal alleine weiterfahren. Das mag ich so, dass die alleine weiterfährt. Ich finde das so geil. So, da soll man rein. Das sind ja viele unserer Leute. Ja, das ist so eine Massenschlägerei wieder, ne? Wir brauchen Ihre Hilfe
bei der Übernahme des Bezirks, Miss Fry. Okay, aber wir sollten da jetzt wirklich zu Jacob wechseln, Leute. Denn Fighten ist mehr so sein Ding, ne? So, jetzt muss ich mal kurz vorher was gucken. Gehen wir nochmal weg. Ah, falsche Taste. Steh wieder auf, passt schon. Jacob, komm. Nicht gleich, passt schon. Steh wieder auf. Ja, Moment. Irgendwie funktioniert das mit der F-Taste nicht. Hier kann ich auch nicht umstellen. Der hat wieder nur Pistol wahrscheinlich, ne? Egal, wir machen das jetzt. Bandenkrieg. Kämpfen Sie gegen Cletus, Strains Gang. Und erobern Sie Lambert. Jawohl, das. Ups, falsche Taste. Das machen wir. Und ich hoffe doch, dass wir es schaffen werden. Es ist ein Level über uns, aber das ist ein Problem. Das ist ja überhaupt kein Problem. Und wenn nicht, dann werden wir es beim zweiten Versuch schaffen. Mr. Cletus Strain und die Blighters haben die Rooks zu einem Bandenkrieg in Lambeth aufgefordert. Besiegen Sie ihn, gehört der Bezirk Ihnen. Achtung, ist ein bisschen sadistisch. Okay, dann verdreschen wir ihn mal. Jetzt werde ich nicht mehr voller Freude vorauslaufen. Jetzt werden wir mal die Jungs machen lassen und ein bisschen mithelfen. Ich glaube, das ist besser, die Taktik. Ja, ja, du wirst nicht mehr lang singen. Hat der Bomben oder was? Ach du Scheiße. Nicht gut. Auf sie mit Gebrüll! So, da, haut ihn in die Fresse ein. Ja, der hat Rauchbomben, der Typ. Das ist nicht gut. Irgendwer schießt hier rum. Aber wir kommen gut vorwärts hier. Ich helfe meinen Jungs mal. Ja, ihr schießt hier rum. Aber wir auch. So, das scheint doch ganz gut zu funktionieren, diese Schlägerei. So, der Fette ist in der Mitte. Ja, du singst nicht mehr lange, das schwöre ich dir. So, Specki, komm. Zeig, was du drauf hast. Oh, oh, hoppala. Aua. Oh, oh. Hey. Wir müssen uns heilen. Hey! Also Leute, mit dem Countdown, das funktioniert nicht so wirklich hier. Ich versuche da drauf zu hauen, aber irgendwie, der verliert keine Energie. Da kann ich ewig rumhauen hier. Hallo! Nee, den Counter kannst du vergessen, Leute. Ich habe die ganze Zeit gecountert, nicht einmal hat es gemacht. Also das kann man vergessen. Nee, da kämpfe ich doch lieber mit Evie, weil den Typen, den kannst du schmeißen, ne? Also sorry, Leute, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist ein Bullshit einfach nur. Dieses Countern funktioniert überhaupt nicht. Du drückst eh, er macht überhaupt nichts. Das ist einfach nur Blödsinn. Das Heilen funktioniert teilweise, aber viel zu wenig. Also ernsthaft, ich habe den null Schaden gemacht, das ist lächerlich einfach. Ich nehme wieder Evie, den Typen, den kannst du schmeißen. Sogar zum Kämpfen ist er zu blöde. Du siehst müde aus. Ja, das ist schon klar. Bei unfairen KI-Kämpfen wird man halt müde, ne? Also die Steuerung ist einfach scheiße, das muss man echt sagen. Die ist so hakelig. Der Counter funktioniert überhaupt nicht. Ich drücke hier E wie ein Depp und er hat's nicht gemacht. Das ist einfach ein Witz, sowas. Meine, mehr als wie E drücken kann man nicht. Und wenn das nicht geht, was soll man machen? Wir werden den Kampf um Lambeth gewinnen! Ich hab sie im Visier! Wir können sie überleben! So, wir müssen den mal dezimieren hier. Das sollte gut funktionieren. So, jetzt kommt der Fette dann. Ja, aber das funktioniert so wesentlich besser, Leute. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ihr seht, es geht meilenweit besser.
Ich verstehe das nicht, was war los mit ihm? Na ja, gut, jetzt muss ich nochmal gegen ihn kämpfen, aber okay. Hat schon einmal funktioniert und wird so wieder funktionieren. So, die Rauchgranaten brauche ich gar nicht. Ganz genau. Weiter so. Na los! Komm schon! Ja! Schneller! Jo, geh doch. Ich will mich immer da nach unten lotsen. Ja! Ich will da oben fahren. Boah, die Kutsche ist schwer zu steuern. Bewegung! Na komm, gib Gas, Pferd. Komm schon! So, ein Stück müssen wir noch. Ja, ich hasse es, wenn Games. Das kann man schon als Bug nehmen, so eine OP-Scheiße. Sowas hasse ich einfach. So einen unbalancierten Schwachfuck. Sowas ist demotivierend einfach. Ich meine, du schlägst jemanden 30 Mal und er wird nur gekitzelt. Lächerlich. Ich habe auch schon ein bisschen stärkere Waffen genommen. Ist nicht so, dass ich die schlechtesten Waffen habe, Leute. Schaut euch das an. Wo sind wir denn? Fähigkeit, Inventar, ne? Jetzt muss ich anonym sein. Ja, dann werd anonym. Na, werd anonym. So. Also so schlecht sind wir nicht. Das ist jetzt nicht die beste Waffe, aber trotzdem, das ist lächerlich. Da brauche ich noch viel... Boah, da gibt es aber sehr viel. Da brauchen wir noch sehr viel Kohle. Was, dieser Gegenstand muss hergestellt werden, ist ja noch schlimmer. Ja, es gibt schon bessere Waffen, das ist klar, aber wie gesagt, an dem kann es auch nicht nur liegen. Das geht ja nur leicht nach oben, ne? Was gibt's denn da sonst noch eigentlich? Muss man mal schauen. Schusswaffen, Umhänge.
Ja, vielleicht sollte ich einen anderen Umhang kaufen. Keine Ahnung, Leute. Was habe ich jetzt? Den da, ne? Ja, der ist natürlich für den Arsch. Das ist natürlich schon klar irgendwie, ne? Aber trotzdem würde ich den jetzt nehmen. Und auch upgraden. Dass wir ein bisschen mehr aushalten. Weil wir halten ja gar nichts aus im Moment. Und Jacobs, der ist sowieso unnötig, muss ich sagen. Der kitzelt ja überhaupt nur. Das ist Wahnsinn mit ihm. Schusswaffengürtel. Bei ihm ist der Gürtel oder was für die Verteidigung zuständig, ne? Ja gut, ich habe kein Geld. Das passt dann schon, ne? Wir nehmen wieder unsere Ivy. Ich muss sagen, er ist der Fighter, aber sie kämpft besser wäre. Das ist schon irgendwie lustig. Was haben wir jetzt für ein Level? 3 noch, okay. Ich würde sagen, wir machen den Auftrag hier. Sequenz 3. Die Pressefreiheit. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss.